Blitzkrieg 2, willkommen zurück. Ich begrüße euch. Ich habe mal meinen Rechner neu gestartet. Ich hoffe, das Ganze funktioniert jetzt hier irgendwie wieder vernünftig. Und zwar die zweite Mission in der Verteidigung um Sevastopol bzw. die Krim. Die Anstandsdame, okay, Missionsziel. Wehren Sie den Angriff auf das Küstengeschütz ab und schütten Sie damit anschließend den Konvoi, der auf dem Weg in die Stadt ist. Hört sich jetzt eigentlich nicht so schwer an, ist es glaube ich auch gar nicht. Okay. Das war das, genau, hier sind die Geschütze. Ach, ich will mal mit WASD hier. Zugmaschine. Ja, hier wird es auf jeden Fall bunt zugehen. Hole ich mir die nebenan. Ja, ihr fahrt erstmal alle hier irgendwie schön. Kann ich mal ein bisschen schneller machen. Da ist ein Flak, da ist ein Flak. Hier glaube ich ein. Ich weiß ja noch nicht mal, was hier genau auf mich zukommt. Schlimm. Können wir mal gucken. Ich bin noch nie wirklich gut durchgekommen. Geheimnisse zu finden. Ich weiß wo. Ja. Flachsbesitzer. Dann können wir aber nochmal eine Flachs. Oh, das war schon. Okay. Echt, was ist das? Achso, ja, ich kann jetzt hier die Geschütze dabei jetzt. Ich kann nichts gegen die tun, ich habe keine Abfangjäger. Mein Erdkampfflugzeug. Wir werden selbst wahrscheinlich zerrollt. Thank you.
Flugzeuge. Oh, ich hab doch hier. Ich bin auch dumm. Ich hab doch welche. Schieß doch mal wieder ein paar Flugzeuge ab. Wie sieht's aus? Ich mach's mal ein bisschen schneller wieder als ich. Kurz anhalten. Und dann jagen wir hier mal. Sollt ihr mal abschießen und nicht euch nicht abschießen lassen? Was macht ihr denn? Seid ihr unfähig? Also irgendwie sind die Gegner schon. Er hat Kampfflugzeuge stärker als mein Jäger. Eieiei. Wir machen uns ein bisschen langsamer, weil das hat eigentlich keinen Wert. Okay, ja gut. Wie auch immer ich das jetzt hier gemacht habe. Orden für die Tapferkeit im Kampf. Diese Medaille wurde am 7. Oktober 38 gestiftet. Achso, dann ist das dieselbe wie die andere. Okay, wurde Mitgliedern aller Ränge der Armee, Marine, Grenztruppen und des Ministeriums für Innere Angelegenheiten für außergewöhnliche Verdienste im Kampf verliehen, die zur erfolgreichen Ausführung einer Kriegsmission geführt hatten. Alles Ruger im Kambuga. Leute, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.